Ja, bei mir jetzt Carlo Lambert, 0-5 verloren. Ihr habt euch das sicherlich anders vorgestellt. Woran hat es gelegen? Ich glaube am Anfang, man hat es ja gesehen, sah es nicht nach so einer deutlichen Niederlage aus. Ja, ich denke, wir haben zwei große Chancen oder zwei gute Chancen gehabt, bevor das 1-0 fällt. Die beiden ersten Tore in der ersten Halbzeit, 0-2 Rückstand waren beide vermeidbare Fehler, die wir gemacht haben. Dann haben wir uns viel vorgeholt in der Halbzeit, um rauszukommen, kamen wir auch ganz gut ins Spiel und dann haben wir das dritte Tor bekommen und dann wird es dann wirklich schwer gegen eine Mannschaft, die ja, so gut verstärkt war und mit Linus Wimmer da jemand hatte, den wir gar nicht zu packen bekommen haben. Grundsätzlich haben wir nicht schlecht gespielt, wie ich finde. Ein paar gute Aktionen gehabt, manches hat eigentlich nicht aufgegeben und haben noch ein, zwei Spieler gefehlt. Mir ist jetzt nicht bange, wir dürfen das Ergebnis jetzt nicht zu hoch hängen und müssen weitermachen und nächste Woche zu Hause gucken, dass wir wieder in die Spur kommen. Da geht's gegen Weintal, was erwartet euch da? Ja, eine Mannschaft, die sicherlich unglaublich kampfstark ist, die auch gute Einzelspieler drin hat, die dann ein paar Mal verloren hat, wenn ich das durchverfolgt habe, jetzt gestern gewonnen hat, die dann sicherlich mit breiter Brust hier ankommen werden und da müssen wir wieder in der Spur sein. Das wird wichtig sein und wir werden uns die Woche auf die vorbereiten.